Hallo. Bist du wieder online? Ich bin krank und hier zu Hause. Na. Naja, noch bin ich jung, noch eine Stunde, dann werden wir gut sein. Darf ich mitmachen und ein bisschen aufleveln? Weil ich habe mir jetzt Dings gekauft, Wildlands. Ja. Hallo. Hallöchen. Hallo. Salü. Wir haben gerade den Server geräumt. Ich mach Oh, gleich rein. frei. PFM, Peter, ich mach gleich Platz, danach bin ich weg. Der Ne, ich kann Tomor, dann glaube auch ich, gehen. bleibt, ne? Du Ne, kannst ne, auch ich kann. bleiben, wenn du willst. Nein, nein, alles Aber gut. ich glaube, wir müssen uns danach einen neuen Server suchen. Ja. Ja. Den runtergeladen und. Jetzt gerade. Ja, der Probleme gehabt und hat dann das Spiel wieder gelöscht, aber jetzt hat es ihn wieder angemeldet. Ah. Ja, ein bisschen nervig. Zockt ein bisschen Loot vor die Füße wirft. Und zockt Lost Stand. Für Dark Das ist Zone geil. zocken. Dark Zone ist geil, ne? Ja, das ist jetzt, also, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich gar kein Dark Zone in der PvP gespielt, aber irgendwie hat es mich jetzt wieder Lass mal seit die einer 04 auch guten noch mal. Woche oder so. Jo, Jo. jo. Ach so, Was, Herbert, ein 12? rechter Junge. Aber natürlich. Ich bin aus Baden-Württemberg, mehr haben sie bei uns, haben sie die Grünen gewählt. Die Trottel. Juhu. Hallo. 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 Salü. Und habt ihr noch Platz? Ja, Immer. gleich. Wir sind gleich weg. Wie gesagt, wann sind denn Nachschublieferungen hier oben? Krass. Gut, also dann sind wir mal schon live auf Twitch mittlerweile. Wir spielen alle Tom Clancy. Ich werde es auch gleich wechseln jetzt. Wollen wir den Plunder noch mal eben ausfliegen gehen, oder? Jo, ich check noch ganz kurz. Dann haben wir heute auch was ausgeflogen. Wir haben die ganzen. Ich habe noch nicht ein einziges Stück Loot gesammelt heute. Nee, Mann, aber wie gesagt, wir fliegen jetzt direkt sechs Aber Teile da aus. dafür fast 60.000 Points verloren. Ey, Vor allem wir habe ich haben jetzt eben an kein. Landmark geklärt, während wir gegen die anderen gefightet haben. Ja, als Abtrünnige. Wir haben quasi, und wir haben eine Manhunt quasi auf Ort und Stelle direkt auslaufen lassen, während dem Fighten.
Na lustig. Tom, und ich bin vom Feind wiederbelebt worden. Oder? Hm? Hast du dich geportet? Mit dem Null kann er sich nicht porten. Nee, nee. So schnell wieder da unten war. Nee, nee, das ist ein Glitch. Also, ich habe Wallhack und so. Na, bist einfach mal von der Wand runtergesprungen. Nee, man, Spider-Man-mäßig schwinge ich darüber. Nice! Alter, glaub mal. Also, ich bin nicht so gut in Division. Also, ich meine, ich habe nicht so viel Stuff. Hier ist auch keiner so gut. Außer Koponski. Nee. Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. So. Wieder? Ja, hier ist einer. Morgen steht dann aber erstmal Napalm Markus an, ne, bevor wir dann DZ oder sowas machen. Ja, ist alles gut. Da ist wieder ohne Geld suchen, oder? Genau. Lassen alles Geld liegen. Oh je. Was ist denn eigentlich Zeiteisen, ne? Du hast schon von kurz vor 10. Boah. Normalerweise muss ich um die Zeit schon im Haierbettchen sein. Aber da du heute ja ausgeschlafen hast, ging's. Das ist ja mein Problem. So, PvE-Anteil des heutigen Tages erlebt. Ey, wir haben eben ein ganzes Landmark gecleared, ne, nicht zu vergessen. Naja, das war aber während der PvP-Handlung, also. Ja, aber ist ja egal. Wir töten gerade mal keine Spieler nebenbei. Kriegst aber, wie gesagt, einfach nicht in den Kopf rein, die Lappen echt die ganze Zeit aber hier die werfen. Ich bin wohl ganz verwirrt, da sonst war immer noch keiner geschrieben. Aber diese, am besten fand ich die Geschützgruppe, ey. Die war hardcore, ich glaube, ja. Die hatten aber auf 4 Leute 6 Geschütze, irgendwie sowas. Das kam mir nicht ganz neu hervor. Also ich fand definitiv am besten Ivan, der mich wiederbelebt hat. Während ihr an der anderen Seite mit ihm am Fighten warte. Ich bin gestorben, Kaponski. Und ja, dann bin ich dann hinter ihnen rausgekommen, habe ich mich einfach bei ihnen gestellt, habe mit hier auf sie geschossen und dann bin ich irgendwann vom NPC gekillt worden. Dann hat man der Kerl, der mich vorher gekillt hat und den ich schon gekillt hat, hat mich wiederbelebt. Oh wow. Und dann sind sie aber zu nahe gekommen, dann bin ich dann auch abtrünnig geworden. War denn aber nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte, oder? Nee, das waren nicht gerade die. Du musst dir vorstellen, seit einer Stunde werfen die mit Granaten auf mich, teilweise gezielt auf mich. Ich bin finale Maßnahmen 6. Oh, anhängen! Ich hab bald vergessen. Die Jungs sind so strunzdumm gewesen, ne? Oder bauen ihre ganzen Geschütze um den Immunisierer rum auf. Jo. Ja, ja. Alter. Zwei ja. Teile! Yay! Sechs, Mann. Sechs. Oh, dann müssen wir demnächst mal leer machen gehen im Lager, hä? Ja, unbedingt. Zwei Teile und 40.000 EP verloren. Mindestens. Das Ding ist... Lass auf die andere Seite gehen, also nach Osten. Da sind nämlich noch die... mindestens noch Stech ist noch da, die Kiste. Auf der linken Seite hast du keine Stech. Mm.
Falls es wirklich nur irgendwas zum Teil mit dabei gewesen sein sollte. Bei dem vielen Loot, den wir heute ausgeflogen haben? Mhm, die 6 Stücke. Wo habt ihr 6 Teile her, sage mal? Ja, das hab ich, keine Ahnung. Ich hab 9 ausgeflogen, Mann. Was? Und du hast noch was dranhängen. Schreib mir, wo du das wieder her hast. Nee, das Ding ist, ich nehme mir die ganze Zeit vor, diese Belobigung zu machen. Und Sachen aus der Dark Zone ausfliegen. Seit 1.7 live ist, habe ich jetzt, glaube ich, 32 Teile ausgeflogen. Da kommt irgendwie gar nichts zusammen. Ach, diese Sachen mit Ausfliegen und keine Ahnung, so und so viel Kills, das machst du da eh irgendwann mal. Ja, früher oder später. Ich habe seit 2,5 Also, während ihr noch in der Dark Zone rumgurkt, werden wir mal kurz mit den Open World Bossen anfangen, weil dann können wir schon ein bisschen Loot für ihn generieren. Ihr sagt dann einfach Bescheid, wenn ihr 2 Slots frei habt, oder? Jo. Immediately. Player, kommst du mit? Ich bin schon bei dir drin. Aber du bist nicht dort, wo ich hinfliege. Ja, aber... Und du bist nicht in mir drin. Nix. Nein, in deiner Party. Du bist der Truppführer. Aber du hast ja noch nicht mal, du hast ja noch gar keinen Gearscore. Uiuiuiui. Ich hab gar nichts, sag ich ja. Was für ein Level hat denn dein Charakter? Wo bist denn du überhaupt? 30. Das Spiel lädt gerade. Okay. 10%. Jesus Maria, wieso dauert denn das so lange bei dir? Nee, es hat jetzt angefangen, mein. So, du hast ja 20. Jetzt war es 30 und jetzt wieder zurück auf 20. So, jetzt hast du Gearscore 256, hast du ja eh schon in dem Fall, ja, dann passt sie. Gut, gut. Ich hab keinen Plan, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Das macht nichts. Du musst nur auf die Gegner schießen und sie umlegen. Ja, ich gelb ist wahrscheinlich gut, oder? Kinder. Gelb ist gut. Gut. Ciao, ciao, hi. Tschüss. Und hellgrün ciao. Ist besser, oder wie? Ciao. Wer geht? Was? Nee, gelb ist das stärkste eigentlich. Ja, also wie, der ist nie exotisch. Ja, nee, es gibt auch exotische, die sind orange. Ah, okay. Achso, sind jetzt gerade 2, seid ihr jetzt wieder alleine? Ja. Achso. Hoppala. Ja, dann hab ich ja Platz, hä? Ja, die Team sind auch drin. Wenn ihr den Gegner tötet, krieg ich dann den Loot auch? Also liegt der gleiche Loot, den ihr habt, dort auch? Ja, jeder bekommt gleich viel Loot. Nur unterschiedlicher Drops, aber es spielt keine Rolle, wer was tötet. Aber wenn du jetzt deins, was natürlich besser ist, was für dich besser droppt vielleicht, wenn du das fallen lässt, dann kann ich das auch aufheben, man kann hier alles teilen, aber der Loot richtet sich nicht wie bei Destiny nach dem, was du schon hast, sondern es ist absolut... Ach, ist einfach nur Glück. Ist einfach nur random. Okay. Einfach nur random. Hier bin ich. Warte, ich brauche Munition. Es richtet sich nach dem Weltlevel, in dem du gerade drin bist. Genau. So, wir joinen jetzt den Molto-Robot oder den Mordsritter 23. Ich join den jetzt mal und werde. Du kannst dann nachjoinen. Und ich hol mir noch schnell einen Drink. Gruppe beitreten, hier, genau. Ich weiß nicht, hier diese Medaillen, glaube ich, heißt das, oder? Kann das sein? Irgend sowas, dass wenn man auf, oh Gott. Wenn man auf Gruppenverwaltung geht und dann auf die Info, dann neben dem Logo, also, da ist da so Medaillen oder so. Kaponski, du hast 1435. Mhm. Keine Ahnung. Ah, das sind Gamer Points. Ah, ich habe nur 470. Was sind das für Points? Gamer Points, hat jemand gesagt? Belobigungspunkte. Punkte, wie viel Belobigungen du schon hast. Ach so, okay. Also das richtet sich nur an die Belobigungen in dem Fall.
kann dir nicht beitreten, Kaponski. Ja, der Thomas ist noch drinnen. Ach so. Okay. Thomas hat zwar die Party verlassen, aber ist noch drinnen. Ah, okay. Ja, ist gerade wahrscheinlich noch am gucken, ob was zum Teilen ist, was liegen zu lassen. Muss kurz warten, Player. Muss kurz warten. Alles okay. Muss eh mal gucken. Oh, ich habe grüne. Ich habe hellgrüne Rüstung. Ist das gut, ja, oder? Ja. Ja, bestimmt. Kommt drauf an, was du unter hellgrün. Es gibt ein dunkleres Grün, genau. Und es gibt ein helles, ja, Grün. Ja, das, was du meinst hier, das, was du suchst, dein Classified Gear. Naja, Classified hast du sicher noch nichts bekommen, wenn du noch nicht gespielt hast. Oder, naja, dann ist es nicht klassifiziert. Dann einfach nur ein Gearset. Aber es ist so Zeichen-Displayer, ja genau, ein Gearset, genau, Ausstattungsset, sorry. Genau, ja, da passt. Und ich habe Kisten. Was kriege ich aus diesen Bündeln öffnen? Oh. Taktisches Paket. Ich fahre jetzt mal gerade zum Terminal. Autorität des Taktikers Maske. Okay. Falls jemand eine Benji Maske findet, die nehme ich. Ich hatte mal eine Benji Maske. Aber meine wirst du bestimmt nicht haben. Teilen kann man nur, was man gemeinsam erspielt hat in der gleichen Session und innerhalb einer Stunde. Nur so zur Info, gell? Ach so. Ey, ich habe hier ganz viele gelbe Rucksäcke und einen grünen. Ich hab keinen Plan. Ich lasse alles nur da. Ja, Jonas, das war richtig lustig gerade. Ja, ich habe schon lange nicht mehr. So eine schlau wie Spinnen, schlau wie Spinnen, liebster Jerome. Hä? Was? Oh, jetzt backt ihr alle. Ich sagte, schlau wie ich bin. Was geht denn jetzt ab? Schlau wie du bist. Hab ich? Hast du? Anderthalb Stunden ein Video. Wow. Wo ich mal anfange, da drin rumzuschneiden. Ja, wie kriegt man so. Weil ich habe auf jeden Fall aufgeschworen, musste unbedingt speichern, wie der Kerl mich da wiederbelebt hat und wieder vorher irgendwie mich gekillt hat. Geld bekommst du, geil. Indem du Zeug, was du nicht brauchst, verkaufst. Nein, nicht das normale, das für Spezialausrüstung. Du meinst die Phoenix-Credits, oder wie? Genau, Phoenix-Credits erhältst du, wenn du Bosse killst oder spezielle, die großen Missionen, einfach die normalen Standardmissionen immer wieder durchzockst, da bekommst du auch immer wieder Phoenix Credits. 10, 12, 15. Okay. Wenn du Wenn du Last Stand zockst, dann kriegst du aus jeder Kiste auch immer ein paar Phoenix Credits. Ich habe noch nie Last Stand gezockt, das Sofa. Ja, das kannst du ja. Aber hört sich gut an. Kriegst du also immer. Ist es einfach oder? Ja, ja. Also, die Bosse jetzt zum Beispiel, die kleinen Bosse. Ja, das ist einfach. Wahrscheinlich ist es für mich voll schwer. Ah ja, ich habe es gefunden, genau. PvP, ne? Hochrangige Ziele, genau, und da droppen dann aber 95 Phoenix-Credits, ist nicht 15 oder so. Oder 100, ja, aus 10. Aus Kisten bekommst du. Aus Kisten. Ja, du hast gesagt, die Bosse, die kleinen Bosse. Ja, auf der ganzen Map sind Bosse verteilt, benannte Bosse. Genau. Wenn du die killst, das hat aber nichts mit den, was du jetzt gerade vorgelesen hast, zu tun. Das, welche hochrangige Ziele? Ja, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Es sind auf der ganzen Map sind grundsätzlich immer alle 4 Stunden respawnen Bosse. Ich glaube 11 oder 13 Stück sind das. Und wenn du die killst, kriegst du auch, da gibt es eine Loot-Route, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du die abfarmen. Das dauert circa 30, 40 Minuten und dann hast du 100 Phoenix Credits, aber halt extrem viel Loot bekommst du eigentlich. Ziemlich viel Ausstattung und Waffen und. Das also, kann ich brauchen. Wenn man nichts hat, dann macht das auch, kann man das kann man auch gut alleine machen. Das mache ich eigentlich auch gerne mal alleine zum Aufwärmen, bevor ich was anderes mache. Aufwärmen? Für mich ist es wahrscheinlich voll schwer. Nee. So, ist er rausgegangen oder? Muss ich nur mit der Waffe draufhalten. Nee, er steht noch an der Kiste. Okay. Ah, ich schreibe ihm mal. Ah, jetzt hab ich gerade. Ich wollte. Okay. Ach, ihr seid beim Dark Zone-Dings. Ja.
Was ist praktisch, so? Gleichzeitig deinen Stream zu gucken. Nee, dann schreibst du ihm, schreibst du, weil ich hätte sonst dasselbe gemacht. So, hast du dir für Mittwoch freigeholt, dann? Daniel. Nee, das wird sich wohl nicht ausgehen. Ich hatte jetzt gerade 4 Wochen Urlaub. Ich werde wohl nicht frei nehmen. Hallo? Nur noch ein Tag. Dann kommt Destiny 2, ne? Und ich bin schön krank morgen. Ja. Ja, halt absichtlich, oder? Für Destiny bist du krank. Nee, ich bin wirklich krank. Ich hab irgendwie so ein... Nee, ich hab eine Bauchinfektion oder so. Irgendwas Krankes. Ich keine Ahnung, ich muss irgendwelche Tabletten nehmen. Irgendwas, ich hab mich irgendwie angesteckt bei den Kindern. Ich hab mir so gedacht, was läuft denn jetzt ab? Das ist halt nicht... Es ist richtig heftig, hat der Arzt gesagt. Aber ich soll einfach die Tabletten geben, dann soll das mal weggehen irgendwann. Ich hoffe es. Was ist denn der Plan? Machen wir einen Power Run oder eine Dark Zone oder was? Ich dachte, wir gehen jetzt die Bosse abklappern. Du kannst jetzt zu beitreten, Player. Ja. Okay. Nee, ups, jetzt hab ich dich eingeladen. Fail. Gut. Beitreten, jawohl. So, ich habe jetzt vorher mir Ghost Recon zugelegt. Ist ein sehr realistisches Spiel. Also. Nicht so? Also ich find's sehr realistisch von den Waffen her, das gefällt mir. Im Gegensatz zu Destiny. Und mit der Pistole auf jemanden aus 30 Kilometern irgendwie einen Kopfschuss verpassen kann. So, ich hab Gasmasken, geil, wo kriegt man die denn? Da musst du etwas länger zocken. Oh, ich muss ja, da gibt's gab spezielle Events. Ja. Gab ein Event vor einer Woche oder so, und dann musstest du halt gab eine Rangliste, und wenn du dann in den Top 10% warst, bekamst du die Maske, die ich jetzt anhabe. Die was? Maske, die Oh Gott, schade. Sonst kriegt man die nicht? Sonst kriegst du nicht. Nein. Oh oh. Ciao, Leben. Kann man auch sonst was bekommen? Ein Bandana oder so? Ein Bandana oder so. Ein was? Bandana! Bandana, meine Güte. Ein was? Tuch. Ein was für ein Tuch? Ein Tuch für den Hals. Achso, und das liegt überall rum. Aber da gibt es kein spezielles. Die Masken sind ganz spezielle Items, da gibt es nur 3. Okay. Halt du hier. Ich sehe gerade, wir können nicht aus der Darkzone raus. Wir wollen aber ganz oben raus. Wir wollen ja rein. Wir wollen ja rein. Hä? Wo sind wir? Ist das der normale Darkzone-Eingang? Ja. Es gibt sehr viele Darkzone-Eingänge. Ich hab keinen Plan. Sorry. Ich red viel zu viel, ich weiß nicht mehr, wie es geht. X zum ja, okay. Ich hab auf Hybrid geändert. Ich hab bei meinem knapp Moment 180.000 Skill Power für Impuls. Ja, ich glaube, du kannst Banshee auch ausziehen, ne? Ich hol auch Hybrid mit rein. Ja, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr Heilung jetzt, wo wir keinen Heiler mit dabei haben. Ja, ich hab Heiler. Du kannst jetzt gern rausholen, wenn du willst. Ich hab 200.000 und okay, hol ich die Emo Station. Soll ich den trotzdem den zur Hacker reinholen oder? Ja, am besten, ne? Sicher auch. Was hab ich drin? Ist das gut? Also ich check's nicht. Ich
So, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Loot. Ich glaube, wir kriegen Besuch. So, erstmal machen wir hier direkt das Landmark hier oben. Landmark. Ja, ja. Ich komme bestimmt noch rein. Ja, die sind gelb. Die sind. Ich habe, glaube ich, einen Sniper oder so. Rangaufstieg. Ja, das läuft. Ja, hier ist ja einer. Super. Also ich habe eine Minigun und so ein Heilpad drin. Soll ich was anderes reinhauen? Oder ist das gut? Ich glaube nicht, dass es ins Gewicht fällt. Ja. Lass dich einfach mittragen. Ich laufe euch einfach hinterher und bleib in Deckung. So hart wow, das jetzt klingt, ich nicht aber das ist nicht ist gut, viele, ich finde das, ich find das eigentlich Wand. Super. Also, wenn ich Loot abklappern kann. Haben wir schon gemacht. Falten. Da ist ein Sniper da oben. Kopfschuss, nochmal ein. Oh, Falken ist machbar. Falken habe ich auch auf Marke losgespielt schon. Du Sack. Auch mit dem Tom, auch und dem. Da war der Loaded Racing mit dem noch Peter dabei. Ja, und dem Peter. Oh, da ist was gedroppt. Ja, aufnehmen. Wow, habe ich. Aber alles schlechter. Einfach mal alles mit, dann können wir das alles zeitbar, kann das alles verkaufen. Was sind das für grüne Sachen, die du fallen lässt? Das ist Schadensbuch. Ah, okay. Ja, ich hab keine Schlüssel. Ich hab die alle verloren, wahrscheinlich. Ich hab 10. Mach mal Schluss. Ja, mach mal auf. Juhu, ich hatte irgendwas drin. Ich hab Zulass genommen, statt zu gucken. Wieso habe ich 10 Dark Zone Schlüssel? Die hat jeder mal bekommen am Anfang. Ah, okay. Also wenn ich sie öffne, ist sie auch offen für euch, oder? Ja, klar. Ah, cool. Wir können ja alle Dark Zone Kisten abklappern, dann kriege ich nämlich Ubisoft Dings oder so, glaube ich. Oder eine Trophäe. Nee, weder noch. Nicht? Ah, schon auf. Trophäe. Wie klettert man über etwas? Ah, Kreis. Meine Güte. Ich hab das glaube ich vor einem Jahr gespielt. Wieso seid ihr so schnell? Ich komme nicht hinterher. Doch, du läufst genau im gleichen Abstand. Ah gut, also es gibt nicht irgendwie extra Perks zum Schneller, ja? Da bin ich auch erleichtert. Es gibt gar keine Perks für die Charaktere, es gibt nur Gearsets, nur Ausrüstungsteile und keine ja, machen Perks schneller. Gibt's schon, aber die schaltest du permanent frei. Ja, ja aber okay. Hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Oder? Nach oben drücken, ne? Ja. Ich hab da so einen gelben Sack an meinem Arsch, was ist das? Ein Bienenstock dein oder? Loot. Ah. Da ist dein Loot drinnen, der ist kontaminiert. Lass mal hier, wie von hier oben ab. Ne? Wieso ist der kontaminiert? Weil du in der Dark Zone bist, das ist die kontaminierte Zone. Wo bist du raus? Ah, okay. Ah. Oh, da kommt hier jemand, Nahkampf. Nahkampfattacken gibt's keine. Aber der wollte gerade mit dem Schild kommen. Ja doch, die klar, die schlagen doch. Ach so. Was macht der Endboss da ein? Denk da fest, der reibt sich. Alter, what the fuck? Hier ist noch eine Kiste. Ah, ich sehe den Penner. Ja, was ist da drin? Los mit dem Boss? Der soll da rauskommen. Ricola, Schutzmaske. Ja, die Wand geglitscht. Ah. Hoppala. Komm doch raus. Ey. Vielleicht kann man den rauslocken oder so? Nee, das ist verbuggt. Wie der Rest des Games. Oh! Oh, hä? Nee, ich dachte gerade, der ist irgendwie rausgekommen. Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen, der kommt eh nicht mehr raus. Ja, ich bin eh bei 7 von 9, da können wir auch gerade schnell mal einmal abgeben. Ich bin auch 7 von 9, ja.
Das ist das Violette, ne? Was ist das Violette? Ja, ja. Die violette Anzeige ja, über deinen Kokon. Abgeben heißt jetzt, wir müssen jetzt einen Helikopter rufen und der Helikopter trudelt dann ein. Und daran musst du dann den gelben Sack ranhängen. Und dann wird er ausgeflogen und wenn du dann rausgehst aus der Darkzone irgendwann, dann ist es in deiner Stash schon drinnen, in deiner Kiste und kannst es dann durchgucken. Okay. Ich stelle mir vor, man muss einen verteidigenden Platz, ne? Ja, das Problem ist halt, alle Spieler, die auch auf der Map sind, sehen, dass wir jetzt hier abholen. Und wenn es dann ein paar gierige Leute gibt, dann kann es sein, dass die da hierher kommen. Oder gemeine, so wie wir, die Leute töten, den Abzug haben und aber das ganze Loot liegen lassen. Das sind die anderen auch. Und wenn die ein eingespieltes Team sind, dann ist es für uns umso schwerer. Okay, ah, das sehe ich. Eine Minute. Der ist aber schnell, der Helikopter. Denn so eine Minute der kann ganz schön lang sein. Ja. Naja. Ich kenne die Minute warten, oh, wenn, da kommt jemand. Wenn ich an der Stempeluhr stehe in der Firma und warte, bis ich ausstempeln kann. Und ich muss noch eine Minute warten. Die hat eine Stempeluhr. Natürlich. Digitale Zeiterfassung. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir haben keine Stempeluhr. Du arbeitest in einer Kinderbetreuungsstätte. Was willst du stempeln? Ja, die Stempelkinder. Du kannst den Kindern einen Dinosaurierstempel maximal machen, aber das war's dann. Ich bin tot. Ja, das ist blöd. Jetzt musst du ganz kurz bitte, bitte sagen und dann reviven wir dich vielleicht sogar. Vielleicht. Vielleicht töten wir dich auch und holen uns deinen Loot. Oh, das geht! Natürlich. Ja, theoretisch. Mordritter ist ja Gruppenführer. Er kann dich rauskicken, dann können wir dich killen und dir dein Loot wegnehmen. Ach so. Aber so Einsatztrupp kann man nicht beschädigen, aus Versehen oder so. Ah, Friendly Fire ist deaktiviert. Ah. Jetzt haben wir unsere Konkurs. Da unten ist ein gelber Gegner. Ja, ja, da gehen wir nachher dann schon hin. Naja, wir gehen jetzt gleich dahin. Wir müssen jetzt nur noch 40 Sekunden warten, weil wenn wir jetzt wegrennen, können andere kommen und das Seil abschneiden. Mhm. Und dann die ganzen vier Pakete liegen dann auf dem Boden und der gesamte Loot und können dann praktisch gesneakt werden von den Leuten oder von anderen Agenten. Wie viele haben da Platz? Vier. Du meinst 8. Was meinst Sieht du? Sieht so aus, als hätte man noch mehr dran Platz. Nee, da sind nur 4 dran. Da sind 4 Plätze dran. Echt? Nur 4? Okay. Ja. Also es kann kein anderer kommen und der... Nee, es kann kein Fünfter mehr dran hängen. Nicht. Momentan kann kein Fünfter dran hängen. Warte mal ganz kurz, dann mache ich das MG-Geschütz raus. Das bringt ja nichts. Dann mache ich hier auch Signal rein, damit wir ein bisschen Vorteile haben oder so. Oh Gott, Mods. Das müsste eigentlich, obwohl dort der müsste ja noch was. Ich weiß nicht, wie viel Fertigkeitenstärke hast du? Den Schaden auf feindliche Ziele, das tönt doch gut. Bergung abgeschlossen. Also wenn bei dem Loot rechts neben dran ein Teil nach unten ist und der ist rot, dann ist er wahrscheinlich nicht schlechter, oder? Das hängt davon ab, muss ich immer angucken. Aha, also das kommt nicht drauf an. Okay. Ja, hat was gecraft. Das ist ein bisschen komplexer als Destiny. Von den Items her und Uwe ist tot. Oh ja. Hier ist eine Kiste, die du aufmachen kannst. Ich struggle hier gerade an der Wand. Finale Maßnahme Classified Maske. Will die jemand nachher? Hier sind voll viele Sachen. Dead Eye Maske 1001.
Monster. Hier, Player, kannst du das Ding hier noch aufmachen? Na, ich komm nicht rüber. Ah, kreisen. Vergiss es immer. So. Autorität ist irgendwas. Reclaimer und. Autorität ist Taktikers. Sorry. Das, ja, aber das ist gut. Echt? Okay. Ich guck mir nachher mal alles an, was ich denn bekommen habe. Und ihr könnt mir ja dann sagen, was gut ist und nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben, weil nee, wir nachher zugemüllt. Zu komplex. Das ist zu komplex. Da musst du dich mit YouTube-Videos begnügen, glaube ich. Weil das ist okay. Zu komplex zum alles erklären. Ja. Oder nachlesen auf mein MMO. Was ist Division Tech, das ich gerade bekommen habe? Musst du auch immer ganze Sachen mitbauen. Wie so eine Crafting Materials. Ich kann eben wie so ein Spasten. Oh, er ist gestorben, ich auch. Ah, nee. Wie sie alle ins Feuer Predator. Rennen. Blutgeil. Ich kann nichts nehmen, oder? Bin schon wieder voll. Ah, nee. Ah, doch. Ah, ein flüssiger. Warte, wie kann man Sachen rausschmeißen? Ich muss sie zerstören. Und wie kann man die rausschmeißen? Hier, den Wollschal. Zerlegen, ne? Ja. Okay. Alter, das ist auch das schöne Zeichen, die kontaminiert daneben. Nehme ich hier gleich noch den Siegelbehälter mit. Und dann können wir ja schon wieder abgeben gehen. Kann man den Platz irgendwie upgraden, dass mehr Platz hat, oder geht das nicht? Wie viel Platz hast du denn? 9. Ne, den kannst du nicht. Ne, dann bist du schon auf Maximum. Hier ist noch eine Kiste, kannst du aufmachen. Ah, okay. Ich habe aber keinen Platz mehr. Da ist aber eine Sniper drin. Okay, warte. Ich lasse irgendwas fallen. Ich habe einen neuen Patch dazu bekommen. Wie ist denn das passiert? So. Prototyp Leistungsmod, was ist das? Kann man das zerlegen? Ja, oder? Haftgranaten, ja, Explosionsradius, Blödsinn. So. Area secure. Rhino Spezial. War da noch ein Gegner rumliegen, echt? Ja, hier war noch einer. Nee. Ein verrückter. Schlepper. Nepper Schlepper Bauenfänger. Ich hab ein Wahrzeichen gesäubert. Ich hab irgendwas bekommen. Das haben wir alle. Ah, okay. Hier kannst du cool, Kiste hier war aufmachen. Ich noch nie. Ah, ich hab keinen Platz mehr. Ja, das ich ist. Ja, wir kommen jetzt gleich hier eh nochmal durch. Scheiße, wie seid ihr da hingekommen? Zu Fuß. Ach, da. Naja. Ich dachte mit der U-Bahn. Zu Fuß. Da. Ja, soll ich sie jetzt aufmachen oder nachher? Ja, der macht die auf. Das bleibt liegen. Ja, lass einfach liegen. Bleibt, ne? Ja, das bleibt liegen. Also gehen wir nachher nochmal vorbei. Das ist cool, okay. Wie lange bleibt das so liegen? Also. Stunde. Stunde. Eine Stunde. Boah. Krass. Also auf der ganzen Map ist egal, ob man am anderen Ecken der Map ist oder hier. Also. Stunde. Ja, solange Stunde, den Server, egal wo man ist. Solange den Server nicht recht ist. Hey, ich mach gar nicht so wenig Schaden, Mann. Ich dachte schon. Oh. Danke. Da ist der Gelbe. Granaten. Er ist festgesetzt. Bungee-Holster, Treue des Siegers. Warte, hier sind noch überall. Geld, die kleinen Sachen, Geld liegt es auch rum danach. Geld brauchst du auch drüber laufen. Ja, aha, das ist unendlich. Okay. Also da kommen wir nachher nochmal hin. Ne? Hier ist es sein.
Okidoki. Cool. Also ich habe noch nie in der Dark Zone gespielt, doch einmal, aber ich bin sofort gestorben. An irgendwelchen Gegnern. Ja, ich vermute, du würdest da heute auch einfach so schnell sterben. Ja, logisch. Also ich habe keinen Plan. Ich würde dann an den ganz normalen sterben. Es ist so wie wo ich Destiny gezockt habe. Einfach machen, ja, was genau man dir sagt und nicht widersprechen. Ja, ich widerspreche nicht. Ich find's toll, wenn ihr da hier die ganzen Ads tötet. Das sieht toll aus, wenn die so runterfallen. So. Ah, ich glaube, da kommt jemand. Ein Classified gedroppte. Wo ist es jetzt? 4 Bedrohungen. Da. Hast du mal gar nichts gefunden, Daniele? Doch, doch, ich habe schon ein paar Sachen. Hm. Jetzt habe ich eine File Measure Maske bekommen. Crit Chance und 1385 Electronic. Wo sieht man, dass die klassifiziert sind? Das steht dabei. Steht klassifiziert. Steht auf Deutsch klassifiziert. Ich weiß es nicht. Schießt ihr denn an? Da hinten ist ein Ausrufezeichen, was ist das? Mission wahrscheinlich, ja, Safe House betreten, ach so. Genau, ja. So, jetzt können wir zurück mit dem Loot holen. Jetzt bewahren wir zuerst noch die Extraction, dass wir auch sicher gehen, dass das Ding rausfliegt und dann, genau. US Army. Es fehlt noch einer. Genau. Oh. 15 Seconds. Ein Mechaniker. Das war der Mechaniker. Jawoll! Au! Schön, schön. Boah, hab ich viele Sniper bekommen. Ah, Rang 30. Ich hab vergessen, wo wir herkamen. Gehen wir jetzt oben? Ja, wir gehen jetzt wieder nach unten. Ne, genau. Wir gehen den Kram nach unten holen. Wir wollen nur gerade die NPCs hier wegmachen. Weggenascht? Ja, da bist du schon richtig. Ah, okay. Ja, jawoll. Ups. Ne, hier. Wir sind irgendwie keine Leute unterwegs. Ist das so, oder? Haben die einfach Angst? Ja, das ist der Server, den wir eben leer geräumt haben. Echt? Ja, ich glaube schon, ja, ich glaub nicht, dass wir eine Phasenübertragung hatten. Nee, cool. Also hier liegt nichts. Hier müsste noch eine Kiste sein, die kann der Player noch aufmachen hier. Und ganz hinten nochmal eine, die offen war. Warte, ich komme nicht. Brauche ich auch noch. Zwei grüne Sachen. Freude des Siegers und Bungee. Bungee. Happy Bungee. Aber ich muss echt sagen, Joe und Maddie waren eben echt hartnäckig. Ich hätte viel früher schon aufgegeben. Ja, Mann. Also das keine. Die haben anderthalb, zwei Stunden waren das die gleichen, ne? Ja, ich weiß. Ja gut, ne, davor hatten wir noch ein paar andere gehabt. Dann irgendwann sind diese Rogue-Jäger mit dazu gekommen. Ja, du weißt ja, dass wir haben lange gezockt, ne? Wir haben um 7 ungefähr angefangen, da waren wir zu 4. Ne, ich habe früher gegessen, um 6 haben wir sogar angefangen. Seid ihr morgen wieder online, wenn ihr wieder geht? Oder? Ist morgen. Morgen ist Dienstag. Morgen kommt dann um Mitternacht Destiny raus. Oder so.
Irgend sowas. Seit wann ist ein Untergeschoss ein Wahrzeichen? Das Untergeschoss. Hier geht's, glaube ich, rauf. Alle speziellen Gebäude oder wo namenhafte Gegner sind, also benannte Bosse. Hier geht's rauf. Heißen Wahrzeichen. Okay. Mal, lass uns direkt mal Shit teilen gehen. So. Was? Teilen? Jo. Was willst du, ein Safe House oder was? Oder halt den Checkpoint? Jo. Checkpoint. Ist markiert. Checkpoint markiert. Hier, Begleiter. Ah, okay. Ich komme langsam rein. Ja, ja, das spielst du. Das spielst du so 2-3000 Stunden und dann bist du drin. Da lass dir einfach das Stiftag liegen, ha? Sehr dekadent der Herr Mordsritter. Dann lässt ja, dann, ja, du lässt also einfach ich bin schon wieder voll. Liegen. Einfach das Stiftag liegen lassen, das ist ja unglaublich. Was ist denn Stiftag? Division. Division Tag. Ah. Er hat schon wieder was geklappt. Ein Schal. Ja, du wolltest doch einen Schal, jetzt hast du einen bekommen. Der sprüht ja aber rum mit seinen Flammen. Und Checkpoints sind sowas, wo man seine Sachen danach nicht mehr verliert, oder wie? Da, wo wir gestartet haben, in dem Raum zum Beispiel, wo wir alle noch drin gestanden sind am Anfang. Das sind Checkpoints. Da sind Kisten drinnen, da kann man Munition nachladen und so weiter und so fort. Hier hat noch einer Division Tech gedroppt. Zum Glück weiß ich, wie man läuft. Das ist Division Tech. Ihr habt Division Tech übersehen. Ich brauche das wahrscheinlich alles. Ups, in die Wand reingelaufen. Aber es ist viel besser mit dem Loot wie bei als bei Destiny. Das ist schon geil. Hier mit dem Loot, das ist richtig Hammer. Attention. Hazard levels normal. jetzt habe ich aber so einen gelben Beutel. Ist das vom Patch, dass man den jetzt mit reinnehmen kann? Nee, hier den rein kannst du immer so lange. Nee, hier kommt man doch nicht mehr in der Tür rein. Doch, doch. Echt? Okay. Doch, doch. Aber du behältst den so lange dran, wie du halt. Bis du ihn okay, ausfliegst, oder du verlässt die Dark Zone durch eine Ausgangstür, die es aber in dem Raum, wo man jetzt ihn gar nicht gibt, dann verlierst du den ganzen Loot. Ah, okay. Wir teilen jetzt hier. Ja, ich hau dir sowieso den ganzen Shit auf den Boden. Windel öffnen. Ja, ich kann auch teilen, wenn ihr wollt, was auch immer. Ich bekomme, hab ich ja wirklich keinen Plan. Ah, Klassik. Lass mal Jod sein, ne? So, ich brauche eine Munition. Du musst nur einfach alles aufheben, was wir dir reinstellen auf den Boden, weil sonst können wir nicht weiter teilen, solange du nicht alles aufhebst. Das ist das einzige Problem, das wir haben. Alles andere wird schon geregelt. So. Na gut, das verkaufe ich. Ja, das selber habe ich noch was Gutes bekommen, glaube ich. Doch nicht. Ich teile mal die. Ich kann auch teilen, selbst teilen? Ihr habt wahrscheinlich alles, oder? Wir haben alles, da muss ich mir keine Sorgen machen. Okidoki. Wieso habe ich die? Ich kann auch Kisten öffnen, warte mal. Also wenn du eben schon einen Taktiker gefunden hast. Wer hat mir die Taktiker? Ich habe dir nochmal zwei Taktiker Sachen dahin gelegt. Ich glaube, ich hab's auf. Ah ne, oh Gott.
Ich glaube, ich habe alles auf. Nee. Nee. Ah, hier, ach, ich dachte schon, ich bin voll, mal der voll viel Platz. 120, boah. Cool, 640 neue Sachen. Oh, endlich LVOA oder so. Cool. Ich hätte eine M4 dahin gelegt, ja. Ja, und ist eine LVOAC. Auch eine LVOAC? Okay, nice. Das ist cool, das kann man nämlich in Dings auch machen, auch nehmen hier. In Ghost Recon, Dings da, Ghost, wie heißt es? Ghost Recon Wildlands. Ja, cool. So, ich habe so rote Rüstung, nee, rote Waffen. Die sind aber viel schlechter als meine bisherigen. Kriege ich die nochmal vielleicht besser oder ist es egal? Kann man die wegschmeißen? Ich habe einen Thompson, Parker, Damaskus und Cassidy im Lager. Die Waffen, die droppen immer wieder, die kriegt man auch immer wieder halt mit anderen Perks drauf. Können können besser werden, ja. Genau, weil zum Beispiel der Wert von Damaskus ist bei 163 und das ist. Das ist nicht gut. Du musst schauen, dass du alles auf 256 hast. Das ist der Max Gear Score, den man. Okay, also wenn ich das bekomme, kann ich es wegschmeißen oder verkaufen. Genau, ja. Oh. Cool, Mann. So, machen wir noch eine Runde oder? Was haben wir denn jetzt schon? Ja, aber ich glaube, ich bin mal raus für heute. Okay. Wie spät ist es denn? Hey, dann. Es ist 10.37 Uhr. Ja, ich hab schon mal aufgehabt. Das war eine lange Session. Ja, das war, ja, wann haben wir angefangen? Um 6, ne? Hab ich noch, ich guck mal, check mal gerade, ob ich da irgendwas Cooles im Beutel habe. Ich hab endlich gelbe, grüne Dinge, sehr gut. Nur Schrott. Was gibt's denn momentan Classified? Eigentlich nur. Lone Star, Final Measure und Incoming Supply Drops detected. Ja, Supply Drops müssen wir wahrscheinlich einen machen, ne? Nennen, ne? Nachschub. Okay. Ja, dann lass mal schnell den machen. Ne? Dann. Aber wir müssen erstmal abliefern. Nee, das geht direkt ins Inventar. Nee. Echt? Ah, super, geil. Weil es noch nicht infiziert ist, oder wie? Genau, ja. Yeah. Und wir sind ja allein, weil wir den Server geklärt haben. Ja, aber gut möglich, dass mittlerweile schon wieder Leute eingestiegen sind. Ben ist durch die Barkstone am Laufen. Ich sehe ja, schon, Ben. Hä? Ja, unten in der 2 sind Rocks, ja. Hoppa, da ist ganz aber weit weg. Nein, ganz in der Nähe. Quasi um die Ecke. Ja, wollen wir da hinrennen? Ja, oder? Ja. Schon markiert. Jonas, bist du. Kommst du noch mit, oder? Ich bin unterwegs, ja. Ja. Hoppala. Oh, da ist noch ein. Da ist ein technischer Techniker. Der Boss ist auch hier. Oh.
Oh, ja. Mach, lass ihn mal die Dings aufmachen. Welche Kiste? Aber ja. Wir sind schon hier. Ja, ja. Gar nicht gemerkt. Okay, ah, weiter zum nächsten. Phoenix. Ja, weiter zum nächsten. Dieses Gear, können wir hier nochmal zurück? Weil hier ist nochmal Gear für mich gedroppt. Das ist ein Boss. Ja, ja, du kannst noch mal. Hast du mich aufgenommen? Ja, ich konnte nicht, weil ja, wir sind noch nicht bergen gegangen. Ja, nimmst du pinkes Zeug auch mit, sag mal. Pinkes Zeug brauchst du nur gelbes und rotes. Ach so, ja, dann ich geh nochmal zurück. Gelbes, rotes. Aber es sind Behälter. Ja, Behälter, da kommt nichts Gelbes dabei raus, da kommt nichts Gutes raus. Ich kann die nicht wegschmeißen. Die musst du ausfliegen. Die musst du ausfliegen, okay. So, ja, genau, die musst du ausfliegen, stimmt, ja. Ach so, also keine violetten Sachen, okay, nee, verstehe, ich habe bisher einfach alles mitgenommen. Ja, das macht nichts. Nächstes Mal einfach nur gelbe Kisten, nur gelbe Items, nur, oder grüne halt, dunkelgrüne Gearsets. Und rote, das ja, sind dann nichts. Ja, dann mal hier nicht den Endboss killen, ne? Ja, check. Ich komme. Nicht killen, wieso? Ja, weil der Bär noch nicht da ist. Achso. Sorry. Wow. Danke. Komm. Ich komme. Ich könnte liegen. Bist du da? Ja. Das ist ein schönes bisschen. Willst du das Ding aufmachen? Ja, mach du auf. Wieso? Mach du auf, mein Junge. Taktikerweste. Mats Ritter? Mhm. So, okay, ich dachte ja, schon. Ja, die tut nicht weh. Handschuhe, ich kann nichts nehmen natürlich. Warte ganz kurz, okay. Ich würde sagen, einmal ausfliegen und dann ist gut, ne? Ja, genau. Ja, einmal ausfliegen, dann gehe ich dann hier zurück und fliege nochmal aus allein. Für heute. Hier ist noch eine Nachschublieferung. Ja, die ist zu weit weg. Die packen wir nicht mehr. Okay, ausfliegen. Die parken wir nicht mehr. Hier ist ein Abholbereich. Auf der anderen Seite wären gerade andere Agenten. Ich würde voll gerne den Loot aufnehmen. Shit. Ja, aber du bekommst hier so viel Loot. Da geht es nicht um ein Teil, das du liegen lässt. Ja, ja. Irgendwann lässt du mehr Sachen liegen, wie das du aufhebst. Ja, ich nehme nur Zeug auf, zum Stier wieder hinschmeißen. Ich bräuchte gar nichts. Ja, von dem, jetzt, was ja, ich aber dabei. Generell hebe ich aber fast nichts mehr auf, außer ja. Das, was wirklich gut ist und was mich interessiert. True. Weil um Geld also, geht es nicht mehr. Man braucht, ja, eben. Geht eh um nichts mehr. Und bei mir schon? Ja. Attention, supply drops are now expired. Oh Gott, Mordritter hat wieder Kohle rausgeschmissen, ich sehe es schon wieder. Nee, Mann, so dumm bekommen wir es hin. Aus der Kiste, Mann.
Echt? Die kannst du nämlich nicht kaufen. Ah ja, stimmt, ja. Was hat denn was ist? Wieso hat der Gorilla rausgeschmissen? Du Emotes. Ach so. Oh, Balla. Lässt dann etwas Grünes fallen? Bei mir ist also was Violettes. Taktisch. Da unten ist noch ein Boss. Mist. Naja, die kommen immer wieder. Ja, die kommen immer wieder. Keine Sorge. Ach so. Das ist never ending story hier. Kommt da. Boah, mein Aim ist auch gerade voll auf. So, gehen wir noch teilen in Safe Room und oder in der Checkpoint. Ich glaube, im Checkpoint da kann ich Reise machen. Yep. Hast du in der Dark Stunde mit dem zu spawnen und ich hab den Ding anmachen. Pickup secured. Jerome, was wolltest du vorher? Du hast vorher irgendwas gesagt, was du gern geteilt haben möchtest. Banshee-Maske. Banshee-Maske, ja. Brauche ich noch. Muss gerade gucken. Ich glaube, ich habe eine. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war das ein T-Shirt oder eine Maske? Die schauen immer so gleich aus. Du kannst ja aber sicher auch eine T-Shirt auf den Kopf schnallen, also. Ja, garantiert mal. Jesus Maria, unser Kollege im Clan ist ja höchst aktiv in Destiny 2. Unser Clan wächst extrem. Jeden Tag werden neue Mitglieder aufgenommen. Der wächst. Mhm. Hoffentlich wächst er und wächst nicht. Ja, zuerst wird gewachst, dann wächst er. Und dann wächst er. Ah, verstehe. Wachsen, wichsen, wachsen, wachsen. Also geht ihr jetzt alle offline oder? Ja. Okay. Also ich schon. Bin schon viel zu lang am Zocken. Wie kommt man aus der Dark Zone raus? Nur im Leichensack. Oh nee, das war ein Benji-Rucksack. Entschuldigung. Natürlich, also, wie kann man Benji Rucksack hier? Rucksack. Ich teile ihn für den Kollegen. Für nicht den schon Jungen. Gut. Für den Jungen. Oh, hier schön, schau. Stability, Crit Chance, Crit Schaden. Stability, Crit Chance, Accuracy. Ja, ein paar Mods noch, ein paar Waffenmods. Alles gut. Danke, danke, danke. Junge, Junge. Ja. In den Himmel. Ich darf einen Müll annehmen, danke. Naja, Müll würde ich nicht sagen. Ja, für euch, aber für mich ist das natürlich. Ja, ich kontrolliere nicht wirklich, ob es gut oder schlecht ist. Bin ich ganz ehrlich. Echt? Nee, ich leg's dir einfach raus und gucke gerne. Das passt schon. Danke. Danke, danke. So.
So, was haben wir denn hier? Wir sind aber schon zornige. Ah, Wall Resistance ist wieder scheiße. Was habe ich denn darauf? Held. Gut, das werden wir alles teilen für den Kollegen. Das sind alles scheiße für mich zumindest. Ja gut, das ist alles maxed out bei uns. Das ist. Oh, die Shotgun wird nicht. Oh, tödlich Predatory Shotgun. PvP nicht schlecht. PvE. 312er Stacker. Eine Black Market Sausage 12. Ach komm, die teilen wir. Das ist eine gute Shotgun. Gut. Dann droppen wir das ganze Zeug hier. Alter, mein Inventar ist voll. Ja, das ist ja eh gleich eine Kiste zum Auslagern. Genau. So. Ja, also jetzt hast du mal einen guten Grundstock, um ein bisschen rum zu experimentieren, was dir gefällt, welche Sets. Oh ja. Du kannst ja dich mal durchlesen bei den Set-Bonis und so weiter. Das werde ich machen. Ja, also ein bisschen, also schon einen guten Teil komplexer als. Ja. Als Destiny. Ja, viel komplexer. Muss ich schon ein bisschen einlesen und gucken. Also es gibt halt auch immer eine, sagen wir mal, eine Meta. Das ist das, was irgendwie aktuell als stärkstes angesehen hat. Wie zum Beispiel, dass du hast ja diese drei Grundwerte, Schusswaffen, Ausdauer und Elektronik. Und wie hoch kann man denn die alle gleichzeitig bringen? Hängt alles davon ab, also wie du dein Bild auslegst und wie dein Spielstil ist. Nur eins ist halt im Moment wichtig zu wissen, ist, dass du am besten nichts in Ausdauer investierst, weil die Punkte, die du für Ausdauer bekommst, das skaliert halt nicht so gut wie bei Schusswaffen und bei Elektronik. Okay. In Elektronik und in Schusswaffen investieren. Und dann schaust du das. Sind die ersten beiden, oder? Oben, also das sind diese drei Hauptwerte. Genau, die meine ich. Ja, du hast auf deinem Gear ja immer einen Hauptwert in Fire, also in Schusswaffen, Ausdauer und Elektronik. Und am besten genau. Ist es halt, dass du einen Gear findest, das an Schusswaffen oder Elektronik Wert hat. Oder du rollst es halt um. Umrollen? Was heißt das? Du kriegst ja immer